Hallo meine Freunde und Freundinnen in anonymen Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8. Heute geht es an den Treeforce Cup im 150 CCM Hubraum und ich glaube, wir lassen unserem Yoshi heute mal eine kleine Pause. Ich meine, er ist schon ganz rosa vor lauter Fahren. Deswegen nehmen wir mal Katzen Peach. Die ist auch rosa, aber das ist ihre natürliche Farbe. Wir nehmen außerdem das Katzen-Cabrio, das haben wir noch nicht gesehen. Gibt es dazu passende Reifen? Sieht nicht so aus. Dann nehme ich einfach mal die hier. Passt das? Wobei, nein, ich nehme die Retro-Reifen. Wo sind sie? Hier. Und, ja gut, den könnten wir dazu nehmen. Nein, der ist besser. Gut, dann fahren wir das heute mal. Treeforce Cup, los geht es. Varios Goldmine, so beginnt dieser Cup und ja, es ist der Treeforce Cup, ich weiß auch nicht. Es sollte nicht so schwierig sein, warum habe ich eigentlich in der Originalfolge nicht schon 3 Sterne bekommen hier? Ich weiß es nicht, ich glaube ich will es auch gerade gar nicht wissen. Ich habe ein Thema. Ich komme heute einfach mal straight zum Thema, ja, also nicht lange drum herum geredet, nein. Ich habe ein großes Thema. Ein sehr aktuelles Thema noch dazu. Ihr habt es alle schon im Titel gelesen, schätzungsweise. Und vielleicht sehen manche von euch dieses Video sogar schon auf dem Gerät, um das es heute gehen soll, nämlich die Nintendo Switch Lite. Und vielleicht habt ihr auch schon dieses Spiel auf der Nintendo Switch Lite gespielt. Je nachdem, wann ihr das Video seht, aktuell ist sie noch nicht draußen. Ja, und ich werde jetzt in diesem Video mal, oder in dieser Folge mal, meine Meinung kundtun zu dem neuen Ableger in der, naja, jetzt ist es eine Switch-Familie. Davor war es einfach nur die Switch. Und ja. Zuerst mal, okay, sehr viele haben damit gerechnet, dass eine Switch Lite irgendwann mal kommen wird. Und es macht auch irgendwo Sinn, aber ich war, ehrlich gesagt, einer dieser wenigen Leute, ich glaube, es waren nicht viele, die übrig waren, aber ich war einer dieser wenigen Leute, die der Meinung waren, nö, es wird keine Switch Lite geben, weil es ist eine Konsole. Nintendo hat nie verschiedene Versionen von einer Konsole rausgebracht. Das ist nicht ganz richtig. Nintendo hat bereits in der Vergangenheit von Konsolen mehrere Versionen rausgebracht. Eigentlich sogar schon. Nein, was tue ich da? Okay, ich habe Vorsprung ohne Ende. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber es war super dumm. Also okay, das hat angefangen beim NES. Da gab es dann, hieß das Ding nicht sogar NES 2 oder Famicom 2 oder irgend sowas? In Japan? Oder was, ein Mini SNES? Oder SNES 2? Gut, das war dann das SNES, aber ich glaube, sowas gab es auch schon beim NES. Wenn ich mich nicht täusche, ich blende ein, wie das Ding genau hieß, wenn es das gab. Kann auch sein, dass das nur beim Super Nintendo gab. Ja, habe ich irgendwie vergessen gehabt und war auch, glaube ich, Japan-exklusiv. Ich meine, das gab es außerhalb von Japan nicht. Vielleicht in Amerika noch. Aber ich glaube nur in Japan und garantiert nicht in Europa. Wir haben gewonnen übrigens, trotzdem kleinen Patzer da. Ja gut, wie dem auch sei. Vom SNES und vom NES mag es Versionen gegeben haben. Von der N64 ziemlich sicher nicht. Von der GameCube auch ziemlich sicher nicht. Und von der Wii gab es dann tatsächlich wieder verschiedene Versionen. Es gab die normale Wii. Irgendwann gab es dann die Wii 2. Ich glaube, die hieß tatsächlich so. Das war eigentlich nur eine Wii, die seitwärts gelegen war. Und dann gab es ganz zum Schluss noch die Brotbox, aka die Wii Mini. Was konnte die? Naja, die konnte halt ein bisschen weniger. Sah aus wie eine Brotbox, hatte keine Internetverbindung. Dadurch konnte man dann halt auch den Wii Shop-Kanal und so nicht benutzen. Beziehungsweise auch nicht online spielen, aber die kam so spät raus, dass es da auch schon egal war. Also ich glaube, die kam relativ zum Schluss raus. Ich glaube, ich kenne auch nur, wobei, was heißt nur? Ich kenne sogar jemanden, der die hat.
glaube ich. Ich habe sie aber nie gesehen, weil... Ja. Nun. Die Wii U kam theoretisch auch in zwei verschiedenen Versionen raus, aber die kamen halt zeitgleich raus. Es gab einmal die Basic-Variante und einmal die Premium-Variante. Okay. Aber die konnte... Da war es jetzt halt nicht so, dass die eine mehr oder weniger konnte. Die konnte beide das gleiche. Eigentlich auch schon beim NES und beim SNES damals. Die konnten beide das gleiche, glaube ich. Die waren nur ein bisschen anders gebaut. Billiger gebaut wahrscheinlich, weil die Technik neuer war. Ja. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Switch Mini nicht erwartet. Switch Lite nicht erwartet. Was halte ich denn jetzt von dem Gerät? Nun, ich würde es nicht kaufen. Schon allein, weil ich eine Switch habe. Aber ich würde es, auch wenn ich keine hätte, nicht kaufen. Aber wenn ich es kaufen müsste, würde ich es mir in Blau holen, weil... Nun, das ist bei mir irgendwie... Es ist so drin. Alles, was mobil ist, kaufe ich in Blau und alles, was stationär ist, kaufe ich in Schwarz. Ich habe ein blaues Handy, ich habe einen blauen 3DS, ich habe eine schwarze Wii U, einen schwarzen PC und die Switch hätte ich mir am liebsten mit aquablauen Joy-Cons gekauft, aber das gab's nicht. Beziehungsweise das gibt es auch immer noch nicht. Ich glaube, die Switch Lite würde ich dann aber in Türkis kaufen, wenn ich sie kaufen würde. Was ich aber nicht tun würde, denn ganz ehrlich, sie ist für mich, oder in meinen Augen, ist sie kein gutes Angebot. Es ist eine Switch, die nicht switchen kann. Sie ist nicht viel kleiner als die... Okay, ich habe sie natürlich noch nicht in der Hand gehalten, ne, weil die wurde erst vor einer Woche angekündigt. Sie ist nicht viel kleiner. Die Joy-Cons sind nicht abnehmbar. Das ist halt insofern ein Problem, weil, okay, welche Spiele brauchen Joy-Cons? Nicht unbedingt viele, aber wenn du dann irgendwann mal welche brauchst, und früher oder später gibt es vielleicht ein Spiel wie Mario Party, was ja ziemlich casual ist, und ich schätze mal, viele Leute, die sich Mario Party, die sich eine Switch Lite holen, sind auch Leute, die sich Mario Party holen würden. Wobei... Würde man sich die Switch Lite eher kaufen, wenn man für sich alleine spielen will oder wenn man sie als Party-Konsole haben will? Eigentlich eher für sich alleine. Dann wiederum, warum willst du sie dann nicht am großen Bildschirm genießen? Ich glaube, sie richtet sich halt generell eher an Kinder und Mario Party würde doch Sinn machen. Also Kinder würden gerne Mario Party spielen, schätze ich. Auch wenn ich nie Mario Party gespielt habe. Und ich glaube, ich muss mich mal eben konzentrieren, weil Rosa Gold Peach ist mir stärker auf den Fersen, als mir lieb ist. Hier kann man keine Stunts machen, oder? Nee, schade. Ich meine, ich habe einen roten Panzer, aber das schützt mich nicht vor wild umherkreisenden grünen Panzern. Komm schon, bitte keinen Treffer jetzt von irgendwas. Puh, es war knapper, als mir lieb war. Aber wir haben es geschafft. Und verdammt, der Cup ist schon wieder fast um. Ich habe noch einiges zu sagen. Das muss jetzt in der nächsten Strecke kommen. So, der Punkt, den ich machen wollte, ist, die Switch Lite ist billiger. Wir wissen leider nicht, wie viel, weil Nintendo es aus irgendeinem Grund für eine gute Idee hielt, das Ding anzukündigen in Europa, obwohl der Preis noch nicht bekannt ist. Ich verstehe sowas nicht. Auf jeden Fall, wir wissen nicht wie viel, ich tippe mal auf, sie wird ungefähr 100 Euro weniger kosten. Aber wenn du halt irgendwann mal ein Spiel kaufen willst, wo Joy-Cons benötigt sind, dann zahlst du wieder 70 Euro für die Joy-Cons. Und oh Gott, das war so fies gegenüber Larry Gott. Dann zahlst du halt wieder 70 Euro und letztendlich hast du 30 Euro gespart. Und ganz ehrlich, die 30 Euro hast du quasi gespart und kannst jetzt nicht mehr am Fernseher spielen, also Die Switch Lite würde ich mir wirklich nur kaufen, wenn sie gebundelt wird mit einem Spiel. Ansonsten ist sie meiner Meinung nach immer noch zu teuer und lohnt sich nicht. Oder ich würde sie mir als Elternteil kaufen, wenn ich unbedingt will, dass meine Kinder mich den Fernseher belegen mit dem Ding. Aber so für den Preis
Wenn er denn so ist, wie ich erwarte. Wir wissen es ja noch nicht. Das regt mich halt ohne Witz so auf, ne? Europa ist, hat mehr Einwohner als Amerika oder die Vereinigten Staaten von Amerika, um genau zu sein. Und trotzdem bekommen die den Preis zuerst. Und bekommen überhaupt einen Preis. Und ja, wir, ich sollte mal gucken. Ich weiß nicht, warum sie ihn noch nicht bekannt geben können. Oder... Okay, vielleicht können sie ihn aus irgendeinem Grund erst kurz vor Release sagen, aber das verstehe ich nicht. Warum? Warum denn noch nicht jetzt? Warum gibt ihr dieses Ding bekannt, wenn ihr noch nicht den Preis bekannt geben könnt? Damit sich Leute darauf vorbereiten können? Aber sie wissen ja nicht, was es kostet. Gut, wir wissen den amerikanischen Preis und der war... Ich blende es hier ein. Aber das heißt halt nichts. Das Ding ist, der Dollar ist aktuell weniger wert als ein Euro, glaube ich. Und trotzdem wird der Europreis höher sein. Das war schon so eine Unverschämtheit bei der SNES Classic Edition. Die hat in Amerika, ich glaube, 70 oder 80 Euro gekostet. Dollar meine ich. In Europa aber 100 Euro und der Dollar ist weniger wert. Das heißt, wenn du den Dollarpreis umrechnest, dann hätte die bei uns 70 oder 60 Euro gekostet und sie haben halt einfach mal 100 verlangt. Das sind fast 50% mehr, die wir hier zahlen. Einfach nur weil, ja warum mich? Ich glaube, weil wir generell einfach mehr Geld haben in Europa oder so. Aber ich verstehe... Es ist mega bescheuert, wie viel du in Europa für Technik zahlst. Das ist einfach nur... Ah. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, bei den 70 oder 80 Dollar ist, glaube ich, auch noch nicht die Steuer dabei in Amerika. Egal, wir zahlen aber trotzdem mehr. So viel, das weiß ich. Okay, gut, Ergebnis anzeigen. Mir tun übrigens all diejenigen leid, die sich eine Switch Lite gekauft haben, das hier gerade ansehen. Und ich komme dann und sage einfach so, die ist voll der schlechte Deal. Sorry, aber das ist halt meine Meinung. Gut, wir haben 3 Sterne. Das ist Fakt und keine Meinung. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Ich finde interessant, dass das Ding Switch Lite heißt, weil das irgendwie so das Benennungsschema vom DS ist. Ne? DS Lite, Switch Lite. Ich hatte übrigens ein DS Lite, war ein gutes Ding. Wird es noch eine Switch Pro geben? Oh, ich vermute leider schon und ich vermute leider wird sie genau zeitgleich mit Breath of the Wild 2 erscheinen und ich werde sie mir wahrscheinlich leider holen, weil ich ja unbedingt Breath of the Wild in 1080p 60 spielen können will oder so. Also Breath of the Wild 2, von daher, ja, ich, jetzt wo die Switch Lite draußen ist, ist Tür und Tor geöffnet für eine Switch Pro und mir gefällt das nicht. Weil ich mich dann darum kümmern muss, dass ich meine alte Switch verkaufen muss und... Aber gut. Das ist dann ein Thema für eine andere Folge, wenn es dann irgendwann mal so weit ist. Falls ich dann überhaupt noch Mario Kart 8 Let's Playe. Das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ihr könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen. Die Folge bewerten, wie ihr wollt. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder beim Glockencup. Bis dahin, tschüss Leute, haut rein, euer Anonymimus.